Ja, hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projektchen von mir auf meinem Kanal. Und zwar Limbo. Ein etwas älterer Titel schon. Der kam 2000. Ich muss da ein bisschen leiser gehen. Moment. Ich muss da ein bisschen leiser gehen. Ah, so, Moment, besser. Er kam 2011, glaube ich, raus. Für ja, sämtliche Konsolen, PC und so weiter, glaube ich. Ja, so lange habe ich den schon. Ich habe ihn irgendwann einmal gespielt und weiß jetzt nicht einmal genau, ob ich ihn da komplett durchgehabt habe. Jedenfalls wollte ich jetzt endlich einmal machen und jetzt starten wir einfach mal in Limbo. Ja, was ist Limbo? Das ist jetzt nicht nur Do the Limbo Dance, ein Song von David Hasselhoff, sondern Limbo wird auch als Zwischenwelt bezeichnet. Was auch immer, nicht im La ein Land im Leben der Sterbenden, auch nicht der Toten und auch nicht, ja, was auch immer. Irgendwo im Limbo befinden wir uns und ich glaube, darum heißt das Spiel auch so, wie es eben heißt. Ja, wir tun da kein langes und kein breites Dummerdumm. Reden. Wir starten einfach mal rein. Ich habe das Spiel vom PC heruntergeladen und spiele mit einem Xbox-Controller, denn das sollte funktionieren. Genau, ich öffne mal meine Outline. Bei mir ist so ein Krachen hier im Spiel, aber das gehört, glaube ich, so. Das ist der Sound, die Soundkulisse gerade. Viel mehr hört man da nicht. So eine Mischung aus Rauschen und ja. Soll ich sagen? Waldgeräusch. Genau. Ich denke mal, wir müssen nach links, nach rechts marschieren. Allerdings sehe ich da was liegen. Und weiß ja nicht. Habe ich da was zerdrückt? Gut, dann schauen wir einfach einmal. Es soll auch so ein. Was heißt es soll? Es ist definitiv so ein Geschicklichkeitsplattformer. Mit ein paar Rätselchen. Und ich hoffe, die werden wir dann alle schaffen. So was Ähnliches haben wir ja bei Leos Fortune schon ja auch schon mal gehabt. Nur ist es hier alles ziemlich in Schwarz-Weiß gehalten und viel mehr mystischer und ja trauriger, will ich beinahe fast schon sagen. Ja, ich spring mal hier runter. Juhu! Das schaut mir irgendwie gefährlich aus hier. Sind da Stacheln drinnen? Ich spring lieber mal drüber zur Sicherheit. Ja, weil ich traue dem Frieden nicht. So, ich muss da mal drauf drücken. Und den Timer, den lassen wir auch mitlaufen. Und dann schauen wir mal. Oh, ist aber trotzdem sehr hübsch hier gemacht. Hier haben wir, glaube ich, schon das erste Rätselchen. Ich muss mal schauen, kann ich da irgendwas greifen auch? Ja, kann man. Okay, mit Kreistaste. Mit der Kreistaste, dann komme ich hier rauf, glaube ich, wie es aussieht. Genau. So, und jetzt? Jawohl. So wird es gemacht. Bis jetzt geht es noch. Das kann sich aber schnell ändern. Das kann sich sehr schnell ändern. Na, ich habe richtige Freude, wieder mal Limbo zu spielen. Und wenn ich wirklich extrem fasziniert sein sollte. Moment, das muss hier noch ein bisschen. Ich muss hier noch ein bisschen. Kann man hier nicht ein bisschen. Achso, das ist die Helligkeit. Das will ich ja nicht ändern. Ich wollte eigentlich nur den Sound ändern. Aber anscheinend geht das hier nicht. Dann müsste ich das dann vom Hauptmenü aus. Was mache ich dann später? Egal. Egal. So schlimm ist es jetzt eh nicht. Gut, dann, ja, ich weiß nicht, soll ich da mal. Ja, kann man da. Ist das hier. Okay, das wollte ich nur mal austesten. Also, es werden extrem viele Tote hier dann sein. Ich rechne mal mit 100, 100 Ableben auf jeden Fall. Also, das ist fast schon Dark Souls-Niveau dann. Allerdings ist das hier auch erlaubt. Denn wenn man es mal weiß, ist es natürlich auch schon leichter, aber ich habe nichts mehr da, nichts mehr im Kopf, gar nichts mehr. Und deswegen weiß ich jetzt gar nicht, was ich machen muss. Jetzt natürlich weiß ich, dass ich darüber springen muss. Also Learning by Doing hier in diesem Spiel. So, was ist da? Okay, da kann ich mit dem Bootchen fahren. Kui. Ach, wie schön. Ja, das ist wirklich hübsch. Ist auch einmal hübsch gemacht mit diesem Schwarz-Weiß. Schwarz-Weiß-Ambiente macht das Ganze ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen mystischer und trauriger vor allem, ja.
Mal schauen, wie lange das Spiel überhaupt geht. Ich werde so, ja, 20 Minuten Parts machen. Zumindest hätte ich das mal so geplant. So, was jetzt? Ich stehe schon an, ne? Kann man da, wie komme ich da? Kann ich da raufklettern? Nein, irgendwie nicht. Liegt da irgendwas? Ah, Moment. Kann ich das vielleicht? Aha, ich kann es wirklich an Land ziehen. Dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Gut, dann soll sich das hier ausgehen, dass ich darauf komme. Jawohl. Genau. So, und jetzt? Ah, da kann ich klettern. Okay, da kann man klettern. Und schwupp. Boah. Wahnsinn. Ist ein richtiger Artist hier. So, komme ich da jetzt? Ja, komme ich. So. Bin schon sehr gespannt, was mich da noch alles erwarten wird hier. In diesem Spielchen. Ja, was ich vorher sagen wollte, wenn mich das wirklich fasziniert, dieses Limbo, da habe ich noch zwei andere Spielchen, dann ähnliche, am Rechner, nehme ich mal Inside, heißt das, und Monochroma. Und die hätte ich dann vielleicht auch noch vorzuspielen. Das habe ich jetzt im letzten Augenblick bemerkt. Ich glaube, das ist so eine Bärenfalle. Ich glaube, die. Ich schiebe mir da mal weg. Kann ich da jetzt drüber springen? Ich glaube, das wäre nicht so gesund, wenn ich da reinspringe. Also man muss wirklich sehr aufpassen hier. Alles, was da am Boden liegt. Ist ein toter Kadaver oder irgendwas. Jedenfalls fliegen da die Fliegen herum. So, hier ist wieder sowas. Kann man das. Oh. Okay. Was muss ich da jetzt machen? Ah, mal jetzt habe ich geschreckt. Oh Gott. Mann, das ist so laut hier. Okay, wieder ein Tod. Wieder ein Ableben. Aber wie brutal das war, ne? Wie brutal der da gestorben ist, ne? Der Bär ist wieder da. So, kann man da raufspringen? Kann man nicht. Ich habe hier eine Falle. Die Falle kann ich verschieben. Da komme ich wieder zurück. So weit kann ich mich da überhaupt? Kann ich? Wo ja, ich kann. Ich kann, okay. Dafür, was ist die Falle da? Ist sie nur so da? Okay, vielleicht ist sie nur so da. Aber auf der anderen Seite komme ich da. Na. Na. Die muss ja für irgendwas. Ah, jetzt habe ich eine Idee. Jetzt habe ich eine Idee. Ich mache das noch einmal. Jawohl, genau. Jawohl, und jetzt kann ich darüber springen. Sowas. Jetzt hat die Falle hier zugeschnappt. Na, ich bin ja Wahnsinn, ne? Ja, man muss immer kurz ein bisschen überlegen. So, jetzt wird es ein bisschen ruhiger von der Lautstärkenkulisse hier. Ein bisschen angenehmer. So, 5 Minuten haben wir. Da geht noch was. So. Jo. Ich glaube, da können wir mal. Ja, ich habe mir's gedacht. Ich habe mir's gedacht. Die Soundeffekte sind extrem laut hier. So, ich glaube, da kommt ja gleich noch einer, oder? Da kommt ja gleich noch einer, oder? Na, doch nicht. Aber wie cool das ist, ne? Ich höre schon wieder Fliegen. Ja. So, was haben wir da? Okay, schwimmen kann ich nicht. Das heißt, ich muss. Kann ich da. Kann ich. Ich kann. Aber ich kann. Ich bin tot. Okay, gut. Dann muss ich da drauf springen irgendwie. Das Stückerl kann ich ja reinschieben, ne? Ja, das ist schon ein bisschen. Okay. Was machen wir da? Was machen wir da? Ich muss das doch.
Das muss, kann ich als Floß verwenden, oder? Bin mir ziemlich sicher, oder? Aber das geht nicht weiter. Kann ich mich festhalten? Ich probiere was. Nein, kann ich nicht. Da bin ich automatisch gleich tot. Da bin ich gleich tot. Aber zum Glück sind die Speicherpunkte gleich immer vorm Hindernis bzw. vorm Rätsel. Aber ich kann doch viel was anderes. Moment. Ist da hinten noch irgendwas gewesen? Na, oder? Da war doch nichts mehr, oder? Na. Da war sonst nichts. Moment, ich. Na, das ist doch. Das ist mehr im Hintergrund, oder? Kann man sich da. Oh ja, wirklich wahr. Das, okay. Aber trotzdem bringt mir das was. Das bringt mir doch gar nichts, oder? Aber wieso kann man da dann rauf? Das muss ja irgendwas bewirken. Kann man sich darüber schwingen? Moment. Okay. Vielleicht muss ich. Aber was soll das? Ich probiere was. Ich probiere was. Aber wieso jetzt den ganzen Weg zurück? Der Wind, das ist Wahnsinn. Okay, ich muss. Jetzt haben wir es. Also gut, wenn ich da nicht zufällig jetzt. Jetzt habe ich erst wirklich mein Floß. Das andere wäre nur eine Attrappe, ne? Hier da oben ist was. Da leuchtet schon wieder was. Das sind so Sammelobjekte. Oder was weiß ich. Holen wir sie mal. Wie was das auch immer gut ist. Und was das genau ist, ich habe keine Ahnung. Ich bin extremst überfragt. So, jetzt muss ich da schauen, dass ich da wieder lebend runterkomme. Irgendwie. So, boah. So, wie war das jetzt da? So war das, genau. Und so und wieder. So und jetzt? Das sollte ich jetzt als Floß nehmen können. Also, das ist schon fies gewesen. Das war schon fies. Okay, das war nur zu we wenig weit wahrscheinlich. Sind nur ein Stückchen noch. So, geht sich das jetzt schon aus? Ich hoffe. Geronimo, zu kurz. Na doch nicht. Wow. Okay, wow. Gut, dann haben wir das auch. Coole Sache. Coole Sache. So, was ist da? Da liegt wieder eine Bärenfalle da oben auf dem Ast. Die fällt doch gleich runter, oder? Da ist doch gleich was. Was? Oh mein Gott, was? Sag mal, eine riesige Spinne. Na komm, ist die eklig? Ist das eklig? Wie zum Teufel soll ich da? Die muss ich irgendwie, die muss ich irgendwie anlocken. Die muss sich irgendwie anlocken. Na komm her mal, du Vieh. Na komm. Ja, komm, komm, na komm. Hup, boah. Boah, wie laut das ist. Boah, der Sound, der ist so laut. Komm, na komm. Na komm. Trau dich. Ah, jetzt ist sie runtergefallen. Hab das gesehen. Und jetzt kann ich vielleicht. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Steck mal schön dein Fußchen rein. Steck mal schön dein Fußchen rein. Na? Trau dich. Na komm. Hey. Nicht gescheit getroffen, noch einmal. Na? Falsch platziert, so. Na komm, steck dein Füßchen rein. Jawohl. Ah, hast du Schmerzen? Noch einmal, machen wir das gleiche noch einmal. Na komm. Ah, okay, ich muss ein Stückchen weiter. Weiter noch hintere. Ja, komm. Ja.
Lass dich nicht so bitten. Jawohl. Oh oh. Jetzt ist sie aggro. Jetzt ist sie aggro. Dreimal wahrscheinlich das Ganze, nehme ich an. Oder? Verzupft sich jetzt? Ja, jetzt verzupft sie sich. Ah, jetzt haut's ab. Uah. Aber ist das nicht schon eklig? Uah. Das ist schon eklig. Also Arachnophobie darf man da keine haben. Es wird ein bisschen dunkel. Ich komme. Ist das schon wieder einer im Hintergrund oder sind das nur. Ich habe keine Ahnung. Ich, aber das war wirklich hässlichst. Hässlichst. So. So, wir haben 15 Minuten bald. Ah, da ist ein bisschen. Ist da, sind da Spinnennetze, weil es da so langsam geht, wie es aussieht. Ich glaube, ich stecke. Ich. Das Spiel will das, glaube ich, so. Ich glaube, das will das Spiel so. Oder ich. Ich kann nichts mehr machen. Ich stecke ich. Ja, jetzt werde ich eingewebt, eingesponnen. Oder? Ja, ich dachte es mir. Oh Gott. Ja, sehr super, ne? Okay, also ich kann gerade nicht sehr schön und viel sprechen. Es ist hier ziemlich eng hier. Ich bin etwas eingesponnen und deswegen mache ich hier jetzt mal eine kurze Dartpause und ja, wir sehen uns dann hoffentlich wieder im nächsten Dart und dann kann ich mich hoffentlich befreien und dann geht's wieder weiter. Also macht's gut und bis später. Oh, ich bekomme gar keine Luft. Bis gleich. Tschüss.